Heidis leeren Wanderjahre von Johannes Spyri. Kapitel 1. Zum Almöhi hinauf. Vom freundlichen Dorfe Maienfeld führt ein Fußweg durch grüne, baumreiche Fluren bis zum Fuße der Höhen, die von dieser Seite groß und ernst auf das Tal herniederschauen. Wo der Fußweg anfängt, beginnt bald Heideland mit dem kurzen Gras und den kräftigen Bergkräutern den kommenden entgegenzuduften. Denn der Fußweg geht steil und direkt zu den Alpen hinauf. Auf diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein großes, kräftig aussehendes Mädchen dieses Berglandes hinan. Ein Kind an der Hand führend, dessen Wangen so glühend waren, dass sie selbst die sonneverbrannte, völlig braune Haut des Kindes flammend rot durchläuteten. Es war auch kein Wunder. Das Kind war trotz der heißen Junisonne so verpackt, als hätte es sich eines bitteren Frostes zu erwehren. Das kleine Mädchen mochte kaum 5 Jahre zählen, was aber seine natürliche Gestalt war, konnte man nicht ersehen, denn es hatte sichtlich 2, wenn nicht 3 Kleider übereinander angezogen und drüber ein großes, rotes Baumwolltuch um und um gebunden, so dass die kleine Person eine völlig formlose Figur darstellte, die, in 2 schwere, mit Nägeln beschlagene Bergschuhe gesteckt, sich heiß und mühsam den Berg hinaufarbeitete. Eine Stunde vom Tal aufwärts mochten die beiden gestiegen sein, als sie zu dem Weiler kamen, der auf halber Höhe der Alm liegt und im Dörfli heißt. Hier wurden die Wandernden fast von jedem Hause aus angerufen. Einmal vom Fenster, einmal von einer Haustür und einmal vom Wege her, denn das Mädchen war in seinem Heimatort angelangt. Es machte aber nirgends Halt, sondern erwiderte alle zugerufenen Grüße und Fragen im Vorbeigehen, ohne stillzustehen, bis es am Ende des Weilers bei dem letzten der zerstreuten Häuschen angelangt war. Hier rief es aus einer Tür: "Wart einen Augenblick, Dete, ich komme mit, wenn du weiter hinaufgehst." Die Angeredete stand still. Sofort machte sich das Kind von ihrer Hand los und setzte sich auf den Boden. "Bist du müde, Heidi?" fragte die Begleiterin. "Nein, es ist mir heiß," entgegnete das Kind. "Wir sind jetzt gleich oben. Du musst dich nur noch ein wenig anstrengen und große Schritte nehmen. Dann sind wir in einer Stunde oben," ermunterte die Gefährtin. Jetzt trat eine breite, gutmütig aussehende Frau aus der Tür und gesellte sich zu den beiden. Das Kind war aufgestanden und wanderte nun hinter den 2 alten Bekannten her, die sofort in ein lebhaftes Gespräch gerieten über allerlei Bewohner des Dörfli und vieler umherliegender Behausungen. "Aber wohin willst du eigentlich mit dem Kinde, Dete?" fragte jetzt die neu hinzugekommene. "Es wird wohl deine Schwesterkind sein, das Hinterlassene." "Das ist es," erwiderte Dete. "Ich will mit ihm hinauf zum Öhi. Es muss dort bleiben." "Was, beim Almöhi soll das Kind bleiben? Du bist, denke ich, nicht recht bei Verstand, Dete. Wie kannst du etwas so tun? Der Alte wird dich aber schon heimschicken mit deinem Vorhaben." "Das kann er nicht. Er ist der Großvater. Er muss etwas tun. Ich habe das Kind bis jetzt gehabt. Und das kann ich dir schon sagen, Barbel, dass ich einen Platz, wie ich ihn jetzt haben kann, nicht dahinten lasse, um des Kindes willen. Jetzt soll der Großvater das Seinige tun." "Ja, wenn der wäre wie andere Leute, dann schon," bestätigte der kleine Barbel eifrig. "Aber du kennst ja den. Was wird er mit einem Kind anfangen und dann noch einem so kleine? Das hält's nicht aus bei ihm. Aber wo willst du denn hin?" "Nach Frankfurt," erklärte Dete. "Da bekomme ich einen extra guten Dienst. Die Herrschaft war schon im vorigen Sommer unten im Bad. Ich habe ihr Zimmer auf meinem Gang gehabt und sie besorgt. Und schon damals wollten sie mich mitnehmen, aber ich konnte nicht vorkommen. Und jetzt sind sie wieder da und wollen mich mitnehmen. Und ich will auch gehen. Da kannst du sicher sein." "Ich möchte nicht das Kind sein," rief die Barbe mit abwehrenden Gebärde aus. "Es weiß ja kein Mensch, was mit dem Alten da oben ist.
Mit keinem Mensch will er etwas zu tun haben. Jahr aus, Jahr ein setzt er keinen Fuß in die Kirche. Und wenn er mit seinem dicken Stock im Jahr einmal herunterkommt, so weicht ihm alles aus und muss sich vor ihm fürchten. Mit seinen dicken grauen Augenbrauen und dem furchtbaren Bart sieht er auch aus wie ein alter Heide und Indianer, dass man froh ist, wenn man ihm nicht allein begegnet. Und wenn auch, sagte Dete trotzig, er ist der Großvater und muss für das Kind sorgen. Er wird ihm wohl nichts tun, sonst hat er es zu verantworten, nicht ich. Ich möchte nur wissen, sagte die Barbeforschin, was der Alte auf dem Gewissen hat, dass er solche Augen macht und so mutterseelenallein da droben auf der Alm bleibt und sich fast nie blicken lässt. Man sagt allerhand von ihm. Du weißt doch gewiss auch etwas davon, von deiner Schwester, nicht, Dete? Freilich, aber ich rede nicht. Wenn er es hörte, so käme ich schön an. Aber die Barbel hatte schon lange gern gewusst, wie es sich mit dem Almöhi verhalte, dass er so menschenfeindlich aussehe und da oben ganz allein wohne und die Leute immer so mit halben Worten von ihm redeten, als fürchteten sie sich, gegen ihn zu sein und wollten doch nicht für ihn sein. Auch wusste die Barbel gar nicht, warum der Alte von allen Leuten im Dörfli der Almöhi genannt wurde. Er konnte doch nicht der wirkliche Oheim von dem sämtlichen Bewohnern sein. Da aber alle ihn so nannten, tat sie es auch und nannte den Alten nie anders als Öi, was die Aussprache der Gegend für Oheim ist. Die Barbel hatte sich erst vor kurzer Zeit nach dem Dörfli hinauf verheiratet. Vorher hatte sie unten im Prättigau gewohnt, und so war sie noch nicht so ganz bekannt mit allen Erlebnissen und besonderen Persönlichkeiten aller Zeiten vom Dörfli und der Umgegend. Die Dete, ihre gute Bekannte, war dagegen vom Dörfli gebürtig und hatte da gelebt mit ihrer Mutter bis vor einem Jahr. Da war diese gestorben und die Dete war nach dem Bader Ragaz hinübergezogen, wo sie im großen Hotel als Zimmermädchen einen guten Verdienst fand. Sie war auch an diesem Morgen mit dem Kinde von Ragaz hergekommen. Bis Maienfeld hatte sie auf einem Heuwagen fahren können, auf dem ein Bekannter von ihr heimfuhr und sie und das Kind mitnahm. Die Barbel wollte also diesmal die gute Gelegenheit etwas übernehmen, nicht unbenutzt vorbeigehen lassen. Sie fasste vertraulich die Dete am Arm und sagte, von dir kann man doch vernehmen, was wahr ist und was die Leute darüber hinaus sagen. Du weißt, denke ich, die ganze Geschichte. Sag mir jetzt ein wenig, was mit dem Alten ist und ob der immer so gefürchtet und ein solcher Menschenhasser war. Ob er immer so war, kann ich, denke ich, nicht präzis wissen. Ich bin jetzt 26 und er sicher 70 Jahre alt. So habe ich ihn nicht gesehen, wie er jung war. Das wirst du nicht erwarten. Wenn ich aber wüsste, dass es nachher nicht im ganzen Prättigau herumkäme, so könnte ich dir schon allerhand erzählen von ihm. Meine Mutter war aus dem Dömsch und er auch. Ah, Badete, was meinst du denn? Gab die Barbel ein wenig beleidigt zurück. Es geht nicht so streng mit dem Schwarzen im Prättigau, und dann kann ich schon etwas für mich behalten, wenn es sein muss. Erzähl es mir jetzt. Es muss dich nicht gereuen. Ja, nu, so will ich aber halt Wort, meinte die Dete. Erst sah sie sich aber um, ob das Kind nicht zu nah sei und alles anhöre, was sie sagen wollte. Aber das Kind war gar nicht zu sehen. Es musste schon seit einiger Zeit den beiden Begleiterinnen nicht mehr gefolgt sein. Diese hatten es aber im Eifer der Unterhaltung nicht bemerkt. Dete stand still und schaute sich überall um. Jetzt sehe ich es, erklärte die Barbel. Siehst du dort? Und sie wies mit dem Zeigefinger weit ab vom Bergpfad. Es klettert die Abhänge hinauf mit dem Geißenpeter und seinen Geißen. Warum der heute so spät hinauffällt mit seinen Tieren? Es ist aber grad recht, er kann nun sie zu dem Kind sehen, und du kannst mir ihm umso besser erzählen. Mit dem nach ihm sehen muss sich der Peter nicht anstrengen, bemerkte die Dete. Es ist nicht dumm für seine 5 Jahre. Es tut seine Augen auf und sieht, was vorgeht. Das habe ich schon bemerkt an ihm. Und es wird ihm einmal zugutkommen, denn der Alte hat gar nichts mehr als seine 2 Geißen und die Almhütte. Hat er denn einmal mehr gehabt? Fragte die Barbel. Der? Ja, das denke ich.
das er einmal mehr gehabt hat, entgegnete eifrig der Dete. Eins der schönsten Bauerngüter im Dolmetsch hat er gehabt. Er war der ältere Sohn und hatte nur noch einen Bruder. Der war still und ordentlich. Aber der ältere wollte nichts tun, als den Herren spielen und im Lande herumfahren und mit bösem Volk zu tun haben, das niemand kannte. Den ganzen Hof hat er bespielt und bezecht, und wie es herauskam, da sind sein Vater und seine Mutter hintereinander gestorben vor lauter Gram, und der Bruder, der nun auch am Bettelstab war, ist vor Verdruss in die Welt hinaus, es weiß kein Mensch wohin, und der Öhi selber, als er nichts mehr hatte als seinen bösen Namen, ist auch verschwunden. Erst wusste niemand wohin, dann vernahm man, er sei unter das Militär gegangen, nach Neapel. Und dann hörte man nichts mehr von ihm 12 oder 15 Jahre lang. Dann, auf einmal, erschien er wieder in Dolmetsch mit einem halb erwachsenen Buben und wollte diesen in der Verwandtschaft unterzubringen suchen. Aber es schlossen sich alle Türen vor ihm und keiner wollte mehr etwas von ihm wissen. Das erbitterte ihn sehr. Er sagte, ins Dolmetsche setzte er keinen Fuß mehr. Und dann kam er hierher ins Dörfli und lebte da mit dem Buben. Die Frau muss eine Bündnerin gewesen sein, die er dort unten getroffen und dann bald wieder verloren hatte. Er musste noch etwas Geld haben, denn er ließ den Buben, den Tobias, ein Handwerk erlernen, Zimmermann. Und er war ein ordentlicher Mensch und wohlgeritten bei allen Leuten im Dörfli. Aber dem Alten traute keiner. Man sagte auch, er sei von Neapel desertiert. Es wäre ihm sonst schlimm gegangen, denn er habe einen erschlagen. Natürlich nicht im Krieg, verstehst du, sondern beim Raufhandel. Wir anerkannten aber die Verwandtschaft, da meine Mutter Großmutter mit seiner Großmutter Geschwisterkind gewesen war. So nannten wir ihn Öi. Und da wir fast mit allen Leuten im Dörfli wieder verwandt sind, vom Vater her, so nannten ihn diese alle auch Öi. Und seit er dann auf die Alm hinaufgezogen war, hieß er eben nur noch der Alm Öi. Aber wie ist dann mit dem Tobias gegangen? Fragte gespannt die Barbel. Wart nur, das kommt schon. Ich kann nicht alles auf einmal sagen, erklärte Dete. Also, der Tobias war in der Lehre draußen im Meld. Und so wie er fertig war, kam er heim ins Dörfli und nahm meine Schwester zur Frau, die Adelheid, denn sie hatten sich schon immer gern gehabt. Und auch wie sie nun verheiratet waren, konnten sie es sehr gut zusammen. Aber es ging nicht lange. Schon 2 Jahre nachher, wie er an einem Hausbau mithalf, fiel ein Balken auf ihn herunter und schlug ihn tot. Und wie man den Mann so entstellt nach Hause brachte, da fiel die Adelheid vor Schrecken und Leid in ein heftiges Fieber und konnte sich nicht mehr erholen. Sie war sonst nicht sehr kräftig und hatte manchmal so eigene Zustände gehabt, dass man nicht recht wusste, schlief sie oder war sie wach. Nur ein paar Wochen, nachdem der Tobias tot war, begrub man auch die Adelheid. Da sprachen alle Leute weit und breit von dem traurigen Schicksal der beiden. Und leise und laut sagten sie, das sei die Strafe, die der Öhi verdient habe für sein gottloses Leben. Und ihm selbst wurde es gesagt, und auch der Herr Pfarrer redete ihm ins Gewissen. Er sollte doch jetzt Buße tun. Aber er wurde nur immer grimmiger und verstockter und redete mit niemandem mehr. Es ging ihm auch jeder aus der Wege. Auf einmal hieß es, der Öhi sei auf die Alm hinaufgezogen und komme gar nicht mehr herunter. Und seither ist er dort und lebt mit Gott und Menschen im Unfrieden. Das kleine Kind der Adelheid nahmen wir zu uns, die Mutter und ich. Es war 1 Jahr alt. Wie nun im letzten Sommer die Mutter starb und ich im Bad drunten etwas verdienen wollte, nahm ich es mit und gab es der alten Ursel oben im Pfeffreserdorf in die Kost. Ich konnte auch im Winter im Bad bleiben. Es gab allerhand Arbeit, weil ich zu nähen und flicken verstehe. Und früh im Frühling kam die Herrschaft aus Frankfurt wieder, die ich voriges Jahr bedient hatte und die mich mitnehmen will. Übermorgen reisen wir ab, und der Dienst ist gut, das kann ich dir sagen. Und dem Alten da droben willst du nun das Kind übergeben. Es nimmt mich nur Wunder, was du denkst, Dete, sagte die Barbe vorwurfsvoll. Was meinst du denn? Gab Dete zurück. Ich habe das meinige an dem Kind getan. Und was sollte ich denn mit ihm machen?
Ich denke, ich kann eines, das erst 5 Jahre alt wird, nicht mit nach Frankfurt nehmen. Aber wohin gehst du eigentlich, Barbel? Wir sind ja schon halbwegs auf der Alm. Bin auch gleich da, wo ich hin muss, entgegnete die Barbel. Ich habe mit der Geißen Peterin zu reden. Die spinnt mir im Winter. So leb wohl, Dete, mit Glück. Dete reichte der Begleiterin die Hand und blieb stehen, während diese der kleinen, dunkelbraunen Almhütte zuging, die einige Schritte seitwärts vom Pfad in einer Mulde stand, wo sie vor dem Bergwind ziemlich geschützt war. Die Hütte stand auf der halben Höhe der Alm, vom Dörfli ausgerechnet, und dass sie in einer kleinen Vertiefung des Berges stand, war gut, denn sie sah so baufällig und verfallen aus, dass es auch so noch ein gefährliches Darinwohnen sein muss, wenn der Föhnwind so mächtig über die Berge strich, dass alles an der Hütte klapperte, Türen und Fenster, und alle die morschen Balken zitterten und krachten. Hätte die Hütte an solchen Tagen oben auf der Alm gestanden, sie wäre unverzüglich ins Tal hinabgeweht worden. Hier wohnte der Geißenpeter, der 11-jährige Bube, der jeden Morgen unten im Dörfli die Geißen holte, um sie hoch auf die Alm hinaufzutreiben, um sie da die kurzen, kräftigen Kräuter fressen zu lassen bis zum Abend. Dann sprang der Peter mit den leichtfüßigen Tierchen wieder hinunter, tat im Dörfli angekommen einen schrillen Pfiff durch die Finger und jeder Besitzer holte seine Geiß auf den Platz. Meistens kamen kleine Buben und Mädchen, denn die friedlichen Geißen waren nicht zu fürchten, und das war denn den ganzen Sommer durch die einzige Zeit am Tage, da der Peter mit seinesgleichen verkehrte. Sonst lebte er nur mit den Geißen. Er hatte zwar daheim seine Mutter und die blinde Großmutter, aber da er immer am Morgen sehr früh fort musste und am Abend vom Dörfli spät heimkam, weil er sich da noch so lange als möglich mit den Kindern unterhalten musste, so verbrachte er daheim nur gerade so viel Zeit, um am Morgen seine Milch und Brot und am Abend eben dasselbe hinunterzuschlucken und dann sich aufs Ohr zu legen und zu schlafen. Sein Vater, der auch schon den Geißenpeter genannt worden war, weil er in früheren Jahren in denselben Berufe gestanden hatte, war vor einigen Jahren beim Holzfällen verunglückt. Seine Mutter, die zwar Brigitte hieß, wurde von jedermann um des Zusammenhangs willen die Geißenpeterin genannt. Und die blinde Großmutter kannten weit und breit alt und jung nur unter dem Namen Großmutter. Die Dete hatte wohl 10 Minuten gewartet und sich nach allen Seiten umgesehen, ob die Kinder mit den Geißen noch nirgends zu sehen seien. Als dies aber nicht der Fall war, so stieg sie noch ein wenig höher, wo sie besser die ganze Alm bis hinunter übersehen konnte, und guckte nun von hier aus bald dahin, bald dorthin, mit Zeichen großer Ungeduld auf dem Gesicht und in den Bewegungen. Unterdessen rückten die Kinder auf einem großen Umwege heran, denn der Peter wusste viele Stellen, wo allerhand Gutes an Sträuchern und Gebüschen für seine Geißen zu nagen war. Darum machte er mit seiner Herde vielerlei Wendungen auf dem Wege. Erst war das Kind mühsam nachgeklettert, in seiner schweren Rüstung vor Hitze und Unbequemlichkeit, keuchend und alle Kräfte anstrengend. Es sagte kein Wort, blickte aber unverwandt bald auf den Peter, der mit seinen nackten Füßen und leichten Höschen ohne alle Mühe hin und her sprang. Bald auf die Geißen, die mit den dünnen, schlanken Beinchen noch leichter über Busch und Stein und steile Abhänge hinaufkletterten. Auf einmal setzte das Kind sich auf den Boden nieder, zog mit großer Schnelligkeit Schuhe und Strümpfe aus, stand wieder auf, zog sein rotes, dickes Halstuch weg, machte sein Röckchen auf, zog es schnell aus und hatte gleich noch eins auszuhäkeln, denn die Base Dete hatte ihm das Sonntagskleidchen über das Alltagszeug angezogen, um der Kürzer willen, damit niemand es tragen müsse. Blitzschnell war auch das Alltagsröcklein weg, und nun stand das Kind im leichten Unterröckchen, die bloßen Arme aus den kurzen Hemdärmelchen vergnüglich in der Luft hinausstreckend. Dann legte es schön alles auf ein Häufchen
und nun sprang und kletterte es hinter den Geißen und neben dem Peter her, so leicht als nur eines aus der ganzen Gesellschaft. Der Peter hatte nicht acht gegeben, was das Kind mache, als es zurückgeblieben war. Wie es nun in der neuen Bekleidung nachgesprungen kam, zog er lustig grinsend das ganze Gesicht auseinander und schaute zurück, und wie er unten das Häuflein Kleider liegen sah, ging sein Gesicht noch ein wenig mehr auseinander, und sein Mund kam fast von einem Ohr bis zum anderen, er sagte aber nichts. Wie nun das Kind sich so frei und leicht fühlte, fing es ein Gespräch mit dem Peter an, und er fing auch an zu reden und musste auf vielerlei antworten, denn das Kind wollte wissen, wie viel Geißen er habe und wohin er mit ihnen gehe und was er dort tue, wo er hinkomme. So langten endlich die Kinder samt den Geißen oben bei der Hütte an und kamen der Base Dete zu Gesicht. Kaum aber hatte diese der herankletternde Gesellschaft erblickt, als sie laut aufschrie: Heidi, was machst du? Wie siehst du aus? Was hast du deinen Rock und den zweiten und das Halstuch? Und ganz neue Schuhe habe ich dir gekauft auf den Berg und dir neue Strümpfe gemacht und alles fort, alles fort! Heidi, was machst du? Was hast du alles? Das Kind zeigte ruhig den Berg hinunter und sagte: Dort! Die Base folgte seinem Finger. Richtig, dort lag etwas und obenauf war ein roter Punkt. Das musste das Halstuch sein. Du Unglückstropf, rief die Base in großer Aufregung. Was kommt dir denn in den Sinn? Warum hast du alles ausgezogen? Was soll das sein? Ich brauche es nicht, sagte das Kind und sah gar nicht reuevoll aus über seine Tat. Ach, du unglückseliges, vernunftloses Heidi, hast du denn auch noch gar keine Begriffe? Jammerte und schalt die Base weiter. Wer sollte nun wieder da hinunter? Es ist ja eine halbe Stunde. Komm, Peter, lauf du mir schnell zurück und hol das Zeug. Komm schnell und steh nicht dort und glotze mich an, als wärst du am Boden festgenagelt. Bin schon zu spät, sagte Peter langsam und blieb, ohne sich zu rühren, auf demselben Flecken stehen, von dem aus er beide Hände in die Taschen gesteckt, dem Schreckenausbruch der Base zugehört hatte. Du stehst ja doch nur und reißest deine Augen auf und kommst, denke ich, nicht weit auf die Art, rief ihm die Base Dete zu. Komm her, du musst etwas Schönes haben, siehst du? Sie hielt ihm ein neues Wimperchen hin, das glänzte ihm in die Augen. Plötzlich sprang er auf und davon auf dem geradesten Weg die Alm hinunter und kam in ungeheuren Sätzen in kurzer Zeit bei dem Häuflein Kleider an, packte sie auf und erschien damit so schnell, dass ihn die Base rühmen musste und ihm sogleich sein Fünfbrachenstück überreichte. Peter steckte schnell tief in seine Tasche und sein Gesicht glänzte und lachte in voller Breite, denn ein solcher Schatz wurde ihm nicht oft zuteil. Du kannst mir das Zeug noch tragen bis zum Öl hinauf. Du gehst ja auch den Weg, sagte die Base Dete jetzt, indem sie sich anschickte, den steilen Abhang zu erklimmen, der gleich hinter der Hütte des Geitespeters emporragte. Willig übernahm dieser den Auftrag und folgte den Voranschreitenden auf dem Fuße nach, den linken Arm um sein Bündel geschlungen, in der rechten die Geißenrüte schwingend. Das Heidi und die Geißen hüpften und sprangen fröhlich neben ihm her. So gelangte der Zug nach drei Viertelstunden auf die Almhöhe, wo frei auf dem Vorsprung des Berges die Hütte des alten Öhi stand, allen Winden ausgesetzt, aber auch jedem Sonnenblick zugänglich und mit der vollen Aussicht weit ins Tal hinab. Hinter der Hütte standen drei alte Tannen mit dichten, langen, unbeschnittenen Ästen. Weiter hinten ging es nochmals bergen, bis noch hinauf in die alten grauen Felsen, erst noch über schöne, kräuterreiche Höhen, dann in steiniges Gestrüpp und endlich zu den kahlen, steilen Felsen hinan. An die Hütte festgemacht, der Talseite zu, hatte sich der Öhi ein Bank gezimmert. Hier saß er, eine Pfeife im Mund, beide Hände auf seine Knie gelegt und schaute ruhig zu, wie die Kinder, die Geißen und die Base Dete herankletterten, denn die letztere war nach und nach von den anderen überholt worden.
Heidi war zuerst oben. Es ging geradeaus auf den Alten zu, streckte ihm die Hand entgegen und sagte: Guten Abend, Großvater! So, so, wie ist das gemeint? Fragte der Alte barsch, gab dem Kinde kurz die Hand und schaute es mit einem langen, durchdringenden Blick an, unter seinen buschigen Augenbrauen hervor. Heidi gab den langen Blick ausdauernd zurück, ohne nur einmal mit den Augen zu zwinkern, denn der Großvater mit dem langen Bart und den dichten, grauen Augenbrauen, die in der Mitte zusammengewachsen waren und aussahen wie eine Art Gesträuch, war so verwunderlich anzusehen, dass Heidi ihn recht betrachten musste. Unterdessen war auch die Base herangekommen, samt dem Peter, der eine Weile stille stand und zusah, was sich da ereigne. Ich wünsche euch guten Tag, Ö, sagte die Dete hinzutretend, und hier bringe ich euch das Kind vom Tobias und der Adelheid. Ihr werdet es wohl nicht mehr kennen, denn seit es jährig war, habt ihr es nie mehr gesehen. So, was muss das Kind bei mir? Fragte der Alte kurz. Und du dort, rief er dem Peter zu, du kannst gehen mit den Geißen. Du bist nicht zu früh, nimm meine mit. Der Peter gehorchte sofort und verschwand, denn der Öi hatte ihn angeschaut, dass er schon genug davon hatte. Es muss eben bei euch bleiben, Öi, gab die Dete auf seine Frage zurück. Ich habe, denke ich, das meinige an ihm getan, die 4 Jahre durch. Es wird jetzt wohl an euch sein, das eurige auch einmal zu tun. So, sagte der Alte und warf einen blitzenden Blick auf die Dete. Und wenn nun das Kind anfängt, dir nachzuflennen und zu winseln, wie kleine Unvernünftige tun, was muss ich dann mit ihm anfangen? Das ist denn eure Sache, warf die Dete zurück. Ich meine fast, es habe mir auch kein Mensch gesagt, wie ich es mit dem Kleinen anzufangen habe, als es mir auf den Händen lag, ein einziges Jährchen alt, und ich schon für mich und die Mutter genug zu tun hatte. Jetzt muss ich meinem Verdienst nach, und ihr seid der Nächste am Kind. Wenn ihr es nicht haben könnt, so macht mit ihm, was ihr wollt, dann habt ihr es zu verantworten, wenn es verdirbt. Und ihr werdet wohl nicht nötig haben, noch etwas aufzuladen. Die Dete hatte kein recht gutes Gewissen bei der Sache, darum war sie so hitzig geworden und hatte mehr gesagt, als sie im Sinn gehabt hatte. Bei ihren letzten Worten war der Öi aufgestanden. Er schaute sie so an, dass sie einige Schritte zurückwich. Dann streckte er den Arm aus und sagte befehlend: Mach, dass du hinunterkommst, wo du heraufgekommen bist, und zeig dich nicht so bald wieder. Das ließ sich die Dete nicht zweimal sagen. So lebt wohl, und du auch, Heidi, sagte sie schnell und lief den Berg hinunter und in einem Trab bis ins Dörfli hinab, denn die innere Aufregung trieb sie vorwärts wie eine wirksame Dampfkraft. Im Dörfli wurde sie diesmal noch viel mehr angerufen, denn es wunderte die Leute, wo das Kind sei. Sie kannten ja alle die Dete genau und wussten, wem das Kind gehörte und alles, was mit ihm vorgegangen war. Als es nun aus allen Türen und Fenstern tönte: Wo ist das Kind? Dete, wo hast du das Kind gelassen? Rief sie immer unwilliger zurück. Droben beim Almöi, nun beim Almöi, ihr hört's ja. Sie wurde aber so maßleidig, weil die Frauen von allen Seiten ihr zuriefen: Wie kannst du so etwas tun? Und das arme Tröpfli, und so ein kleines Hilfloses da droben lassen. Und dann wieder und wieder: Das arme Tröpfli. Die Dete lief so schnell sie konnte weiter und war froh, als sie nichts mehr hörte, denn es war ihr nicht wohl bei der Sache. Ihre Mutter hatte ihr beim Sterben das Kind noch übergeben. Aber sie sagte sich zur Beruhigung, sie könne dann ja eher wieder etwas für das Kind tun, wenn sie nun viel Geld verdiene. Und so war sie sehr froh, dass sie bald weit von allen Leuten, die ihr dreinredeten, weg und zu einem schönen Verdienst kommen konnte. Beim Großvater. Nachdem die Dete verschwunden war, hatte der Öhr sich wieder auf die Bank hingesetzt und blies nun große Wolken aus seiner Pfeife. Dabei starrte er auf den Boden und sagte kein Wort. Derweilen schaute das Heidi vergnüglich um sich, entdeckte den Geißenstall, der an die Hütte angebaut war, und guckte hinein.
es war nichts drin. Das Kind setzte seine Untersuchungen fort und kam hinter die Hütte zu den alten Tannen. Da blies der Wind durch die Äste so stark, dass es sauste und brauste oben in den Wipfeln. Heidi blieb stehen und hörte zu. Als es ein wenig stiller wurde, ging das Kind um die kommende Ecke der Hütte herum und kam vorn wieder zum Großvater zurück. Als es diesen noch in derselben Stellung erblickte, wie es ihn verlassen hatte, stellte es sich vor ihn hin, legte die Hände auf den Rücken und betrachtete ihn. Der Großvater schaute auf. »Was willst du jetzt tun?« fragte er, als das Kind immer noch unbeweglich vor ihm stand. »Ich will sehen, was du drinnen hast, in der Hütte«, sagte Heidi. »So komm«, und der Großvater stand auf und ging voran in die Hütte hinein. »Nimm dort dein Bündel Kleider noch mit«, befahl er im Hereintreten. »Das brauche ich nicht mehr«, erklärte Heidi. Der Alte kehrte sich um und schaute durchdringend auf das Kind, dessen schwarzen Augen glühten in Erwartung der Dinge, die da drinnen sein konnten. »Es kann ihm nicht an Verstand fehlen«, sagte er halblaut. »Warum brauchst du's nicht mehr?« setzte er laut hinzu. »Ich will am liebsten gehen wie die Geißen, die haben ganz leichte Beinchen.« »So, das kannst du, aber hol das Zeug«, befahl der Großvater. »Es kommt in den Kasten.« Heidi gehorchte. Jetzt machte der Alte die Tür auf und Heidi trat hinter ihm her in einen ziemlich großen Raum ein. Es war der Umfang der ganzen Hütte. Da stand ein Tisch und ein Stuhl daran. In einer Ecke war des Großvaters Schlaflager, in einer anderen hing der große Kessel über dem Herd. Auf der anderen Seite war eine große Tür in der Wand, die machte der Großvater auf. Es war der Schrank. Da hingen seine Kleider drin, und auf einem Gestell lagen ein paar Hemden, Strümpfe und Tücher, und auf einem anderen einige Teller und Tassen und Gläser, und auf dem obersten ein rundes Brot und geräuchertes Fleisch und Käse, denn in dem Kasten war alles enthalten, was der arme Öhi besaß und zu seinem Lebensunterhalt gebrauchte. Wie er nun den Schrank aufgemacht hatte, kam das Heidi schnell heran und stieß sein Zeug hinein, so weit hinter des Großvaters Kleider als möglich, damit es nicht so leicht wieder zu finden sei. Nun sah es sich aufmerksam um in den Raum und sagte dann, »Wo muss ich schlafen, Großvater?« »Wo du willst«, gab dieser zur Antwort. Das war dem Heidi eben recht. Nun fuhr es in alle Winkel hinein und schaute jedes Plätzchen aus, wo am schönsten zu schlafen wäre. In der Ecke vorüber des Großvaters Lagerstätte war eine kleine Leiter aufgerichtet. Heidi kletterte hinauf und langte auf dem Heuboden an. Da lag ein frischer, duftender Heuhaufen oben, und durch eine runde Luke sah man weit ins Tal hinab. »Hier will ich schlafen«, rief Heidi hinunter. »Hier ist schön. Komm und sieh einmal, wie schön es hier ist, Großvater.« »Weiß schon«, tönte es von unten herauf. »Ich mache jetzt das Bett«, rief das Kind wieder, indem es oben geschäftig hin und her fuhr. »Aber du musst heraufkommen und mir ein Leintuch mitbringen, denn auf ein Bett kommt auch ein Leintuch, und darauf liegt man.« »So, so«, sagte unten der Großvater, und nach einer Weile ging er an den Schrank und kramte ein wenig darin herum. Dann zog er unter seinen Hemden ein langes, grobes Tuch hervor. Das musste so etwas sein wie ein Leintuch. Er kam damit die Leiter herauf. Da war auf dem Heuboden ein ganz artiges Bettlein zugerichtet. Oben, wo der Kopf liegen musste, war das Heu hoch aufgeschichtet
und das Gesicht kam so zu liegen, dass es gerade auf das offene, runde Loch traf. »Das ist recht gemacht«, sagte der Großvater. »Jetzt wird das Tuch kommen, aber wart noch.« Damit nahm er einen guten Wisch Heu von dem Haufen und machte das Lager doppelt so dick, damit der harte Boden nicht durchgefüllt werden konnte. »So, jetzt komm her damit.« Heidi hatte das Leintuch schnell zu Handen genommen, konnte es aber fast nicht tragen, so schwer war's. Aber das war sehr gut, denn durch das feste Zeug konnten die spitzen Heuhalme nicht durchstecken. Jetzt breiteten die beiden miteinander das Tuch über das Heu, und wo es zu breit und zu lang war, stopfte Heidi die Enden eilfertig unter das Lager. Nun sah es recht gut und reinlich aus, und Heidi stellte sich davor und betrachtete es nachdenklich. »Wir haben noch etwas vergessen, Großvater«, sagte es dann. »Was denn?« fragte er. »Eine Decke, denn wenn man ins Bett geht, kriecht man zwischen das Leintuch und die Decke hinein.« »So, meinst du? Wenn ich aber keine habe?« sagte der Alte. »Oh, dann ist's gleich, Großvater«, beruhigte Heidi. »Dann nimmt man wieder Heu zur Decke.« Und eilfertig wollte es gleich wieder an den Heustock gehen, aber der Großvater wehrte es ihm. »Wart einen Augenblick«, sagte er, stieg die Leiter hinab und ging an sein Lager hin. Dann kam er wieder und legte einen großen, schweren, leinenen Sack auf den Boden. »Ist das nicht besser als Heu?« fragte er. Heidi zog aus Leibeskräften an dem Sack hin und her, um ihn auseinanderzulegen, aber die kleinen Hände konnten das schwere Zeug nicht bewältigen. Der Großvater half, und wie es nun ausgebreitet auf dem Bette lag, da sah alles sehr gut und haltbar aus, und Heidi stand staunend vor seinem neuen Lager und sagte, »Das ist eine prächtige Decke und das ganze Bett. Jetzt wollte ich, es wäre schon Nacht, so könnte ich hineinliegen.« »Ich meine, wir könnten erst einmal etwas essen«, sagte der Großvater. »Oder was meinst du?« Heidi hatte über dem Eifer des Bettens alles andere vergessen. Nun ihm aber der Gedanke ans Essen kam, stieg ein großer Hunger in ihm auf. Denn es hatte auch heute noch gar nichts bekommen als früh am Morgen sein Stück Brot und ein paar Schlucke dünnen Kaffees, und nachher hatte es die lange Reise gemacht. So sagte Heidi ganz zustimmend, »Ja, ich meine es auch.« »So, geh hinunter, wenn wir denn einig sind«, sagte der Alte und folgte dem Kind auf dem Fuß nach. Dann ging er zum Kessel hin, schob den großen Weg und drehte den Kleinen heran, der an der Kette hing, setzte sich auf den hölzernen Dreifuß mit dem runden Sitz davor hin und blies ein helles Feuer an. Im Kessel fing es an zu sieden, und unten hielt der Alte an einer langen Eisengabel ein großes Stück Käse über das Feuer und drehte es hin und her, bis es auf allen Seiten goldgelb war. Heidi hatte mit gespannter Aufmerksamkeit zugesehen. Jetzt musste ihm etwas Neues in den Sinn gekommen sein. Auf einmal sprang es weg und an den Schrank und von da hin und her. Jetzt kam der Großvater mit einem Topf und dem Käsebraten an der Gabel zum Tisch heran. Da lag schon das runde Brot darauf und zwei Teller und zwei Messer, alles schön geordnet, denn das Heidi hatte alles im Schrank gut wahrgenommen und wusste, dass man das alles nun gleich zum Essen brauchen werde. »So, das ist recht, dass du selbst etwas ausdenkst«, sagte der Großvater und legte den Braten auf das Brot als Unterlage. »Aber es fehlt noch etwas auf dem Tisch.«
Heidi sah, wie einladend es aus dem Topf hervordampfte, und sprang schnell wieder an den Schrank. Da stand aber nur ein einziges Schüsselchen. Heidi war nicht lang in Verlegenheit, dort hinten standen zwei Gläser. Augenblicklich kam das Kind zurück und stellte Schüsselchen und Glas auf den Tisch. »Recht so, du weißt dir zu helfen. Aber wo willst du sitzen?« Auf dem einzigen Stuhl saß der Großvater selbst. Heidi schoss pfeilschnell zum Herd hin, brachte den kleinen Dreifuß zurück und setzte sich drauf. »Einen Sitz hast du wenigstens, das ist wahr, nur ein wenig weit unten«, sagte der Großvater. »Aber von meinem Stuhl wärst auch zu kurz, auf den Tisch zu langen. Jetzt musst aber einmal etwas haben, so komm.« Damit stand er auf, füllte das Schüsselchen mit Milch, stellte es auf den Stuhl und rückte den ganz nah an den Dreifuß hin, so dass das Heidi nun einen Tisch vor sich hatte. Der Großvater legte ein großes Stück Brot und ein Stück von dem goldenen Käse darauf und sagte, »Jetzt iss!« Er selbst setzte sich nun auf die Ecke des Tisches und begann sein Mittagsmahl. Heidi ergriff sein Schüsselchen und trank ohne Aufenthalt, denn der ganze Durst seiner langen Reise war ihm wieder aufgestiegen. Jetzt tat es einen langen Atemzug, denn im Eifer des Trinkens hatte es lange den Atem nicht holen können, und stellte sein Schüsselchen hin. »Gefällt dir die Milch?« fragte der Großvater. »Ich habe noch gar nie so gute Milch getrunken«, antwortete Heidi. »So musst du mehr haben.« Und der Großvater füllte das Schüsselchen noch einmal bis oben hin und stellte es vor das Kind, das vergnüglich in sein Brot biss, nachdem es von dem weichen Käse darauf gestrichen, denn der war, so gebraten, weich wie Butter, und das schmeckte ganz kräftig zusammen, und zwischendurch trank es seine Milch und sah sehr vergnüglich aus. Als nun das Essen zu Ende war, ging der Großvater in den Geisenstall hinaus und hatte da allerhand in Ordnung zu bringen, und Heidi sah ihm aufmerksam zu, wie er erst mit dem Besen säuberte, dann frisches Streu legte, dass die Tierchen darauf schlafen konnten, wie er dann nach dem Schöpfchen ging nebenan und hier runde Stöcke zurechtschnitt und an einem Brett herumhackte und Löcher hineinbohrte und dann die runden Stöcke hineinsteckte und aufstellte. Da war es auf einmal ein Stuhl, wie der vom Großvater, nur viel höher, und Heidi staunte das Werk an, sprachlos vor Verwunderung. »Was ist das, Heidi?« fragte der Großvater. »Das ist mein Stuhl. Weil er so hoch ist, auf einmal war er fertig«, sagte das Kind, noch in tiefem Erstaunen und Bewunderung. »Es weiß, was es sieht. Es hat die Augen am rechten Ort«, bemerkte der Großvater vor sich hin, als er nun um die Hütte herumging und hier einen Nagel einschlug und dort einen und dann an der Tür etwas zu befestigen hatte und so mit Hammer und Nägel und Holzstücken von einem Ort zum anderen wanderte und immer etwas ausbesserte oder wegschlug, je nach dem Bedürfnis. Heidi ging Schritt für Schritt hinter ihm her und schaute ihm unverwandt mit der größten Aufmerksamkeit zu, und alles, was davor ging, war ihm sehr kurzweilig anzusehen. So kam der Abend heran. Es fing stärker an zu rauschen in den alten Tannen, ein mächtiger Wind fuhr daher und sauste und brauste durch die dichten Wipfel. Das tönte dem Heidi so schön in die Ohren und ins Herz hinein, dass es ganz fröhlich darüber wurde und hüpfte und sprang unter den Tannen umher, als hätte es eine unerhörte Freude erlebt. Der Großvater stand unter der Schöpftür und schaute dem Kind zu.
Jetzt ertönte ein schriller Pfiff. Heidi hielt an in seinen Sprüngen, der Großvater trat heraus. Von oben herunter kam es gesprungen, Geiß um Geiß, wie eine Jagd, und mittendrein der Peter. Mit einem Freudenruf schoss Heidi mitten in das Rudel hinein und begrüßte die alten Freunde von heute Morgen, einen um den anderen. Bei der Hütte angekommen, stand alles still, und aus der Herde heraus kamen zwei schöne, schlanke Geißen, eine weiße und eine braune, auf den Großvater zu und leckten seine Hände, denn er hielt ein wenig Salz darin, wie er jeden Abend zum Empfang seiner zwei Tierlein tat. Der Peter verschwand mit seiner Schar. Heidi streichelte zärtlich die eine und dann die andere von den Geißen und sprang um sie herum, um sie von der anderen Seite auch zu streicheln, und war ganz Glück und Freude über die Tierchen. »Sind Sie unser, Großvater? Sind Sie beide unser? Kommen Sie in den Stall? Bleiben Sie immer bei uns?« So fragte Heidi hintereinander in seinem Vergnügen, und der Großvater konnte kaum sein stetiges »Ja, ja« zwischen die eine und die andere Frage hineinbringen. Als die Geißen ihr Salz aufgeleckt hatten, sagte der Alte, »Geh und hol dein Schüsselchen heraus und das Brot.« Heidi gehorchte und kam gleich wieder. Nun melkte der Großvater gleich von der Weisen das Schüsselchen voll und schnitt ein Stück Brot ab und sagte, »Nun iss, und dann geh hinauf und schlaf. Die Base Dete hat noch ein Bündelchen abgelegt für dich, da sei ein Hemdlein und so etwas darin. Das liegt unten im Kasten, wenn du's brauchst. Ich muss nun mit den Geißen hinein. So, schlaf wohl!« »Gut Nacht, Großvater, gut Nacht! Wie heißen Sie, Großvater, wie heißen Sie?« rief das Kind und lief dem verschwindenden Alten und den Geißen nach. »Die Weiße heißt Schwänli und die Braune Bärli«, gab der Großvater zurück. »Gut Nacht, Schwänli, gut Nacht, Bärli«, rief nun Heidi noch mit Macht, denn eben verschwanden beide in den Stall hinein. Nun setzte sich Heidi noch auf die Bank und aß sein Brot und trank seine Milch, aber der starke Wind wehte es fast von seinem Sitz herunter. So machte es schnell fertig, ging dann hinein und stieg zu seinem Bett hinauf, in dem es auch gleich nachher so fest und herrlich schlief, als nur einer im schönsten Fürstenbett schlafen konnte. Nicht lange nachher, noch es völlig dunkel war, legte auch der Großvater sich auf sein Lager, denn am Morgen war er immer schon mit der Sonne wieder draußen, und die kam sehr früh über die Berge hereingestiegen in dieser Sommerzeit. In der Nacht kam der Wind so gewaltig, dass bei seinen Stößen die ganze Hütte erzitterte und es in allen Balken krachte. Durch den Schornstein heulte und ächzte es wie Jammerstimmen. Und in den alten Tannen draußen tobte es mit solcher Wut, dass hier und da ein Ast niederkrachte. Mitten in der Nacht stand der Großvater auf und sagte halblaut vor sich hin, »Es wird sich wohl fürchten.« Er stieg die Leiter hinauf und trat an Heidis Lager heran. Der Mond draußen stand einmal hell leuchtend am Himmel, dann fuhren wieder die jagenden Wolken darüber hin und alles wurde dunkel. Jetzt kam der Mondschein eben leuchtend durch die runde Öffnung herein und fiel gerade auf Heidis Lager. Es hatte sich feuerrote Backen erschlafen unter seiner schweren Decke, und ruhig und friedlich lag es auf seinem runden Ärmchen und träumte von etwas Erfreulichem, denn sein Geschichten sah ganz wohlgemut aus. Der Großvater schaute so lange auf das friedlich schlafende Kind, bis der Mond wieder hinter die Wolken trat und es dunkel wurde. Dann kehrte er auf sein Lager zurück.
Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johannes Wierig. Kapitel 3 Auf der Weide. Heidi erwachte am frühen Morgen an einem lauten Pfiff, und als es die Augen aufschlug, kam ein goldener Schein durch das runde Loch hereingeflossen auf sein Lager und auf das Heu daneben, das alles golden leuchtete ringsherum. Heidi schaute erstaunt um sich und wusste durchaus nicht, wo es war. Aber nun hörte es draußen des Großvaters tiefe Stimme, und jetzt kam ihm alles in den Sinn, woher es gekommen war und dass es nun auf der Alm beim Großvater sei, nicht mehr bei der alten Ursel, die fast nichts mehr hörte und meistens fror, so dass sie immer am Küchenfenster oder am Stubenofen gesessen hatte, wo dann auch Heidi hatte verweilen müssen oder doch ganz in der Nähe, damit die Alte sehen konnte, wo es war, weil sie es nicht hören konnte. Da war es dem Heidi manchmal zu eng drinnen, und es wäre lieber hinausgelaufen. So war es sehr froh, als es in der neuen Behausung erwachte und sich erinnerte, wie viel Neues es gestern gesehen hatte und was es heute wieder alles sehen könnte, vor allem das Schwänli und das Bärli. Heidi sprang eilig aus seinem Bett und hatte in wenigen Minuten alles wieder angelegt, was es gestern getragen hatte, denn es war sehr wenig. Nun stieg es die Leiter hinunter und sprang vor die Hütte hinaus. Da stand schon der Geißenpeter mit seiner Schar, und der Großvater brachte eben Schwänli und Bärli aus dem Stall herbei, dass sie sich der Gesellschaft anschlossen. Heidi lief ihm entgegen, um ihm und den Geißen guten Tag zu sagen. »Will Schmidt auf die Weide?« fragte der Großvater. Das war dem Heidi eben recht, es hüpfte hoch auf der Vorfreude. »Aber erst waschen und sauber sein, sonst lacht einen die Sonne aus, wenn sie so schön glänzt da droben und sieht, dass du schwarz bist. Sieh, dort ist es für dich gerichtet.« Der Großvater zeigte auf einen großen Zuber voll Wasser, der vor der Tür in der Sonne stand. Heidi sprang hin und patschte und rieb, bis es ganz glänzend war. Unterdessen ging der Großvater in die Hütte hinein und rief dem Peter zu. »Komm hierher, Geißengeneral, und bring deinen Habersack mit!« Verwundert folgte Peter dem Ruf und streckte sein Säcklein hin, indem er sein mageres Mittagessen bei sich trug. »Mach auf!« befahl der Alte und steckte nun ein großes Stück Brot und ein ebenso großes Stück Käse hinein. Der Peter machte vor Erstaunen seine runden Augen so weit auf, als nur möglich. Denn die beiden Stücke waren wohl doppelt so groß wie die zwei, die er als eigenes Mittagsmahl drinnen hatte. »So, nun kommt noch das Schüsselchen hinein«, fuhr der Oi fort, »denn das Kind kann nicht trinken wie du, nur so von der Geiß weg, es kennt das nicht. Du melkst ihm zwei Schüsselchen voll zu Mittag, denn das Kind geht mit dir und bleibt bei dir, bis du wieder herunterkommst. Gib Acht, dass es nicht über die Felsen hinunterfällt, hörst du?« Nun kam Heidi hereingelaufen. »Kann mich die Sonne jetzt nicht auslachen, Großvater?« fragte es angelegentlich. Es hatte sich mit dem groben Tuch, das der Großvater neben dem Wasserzuber aufgehängt hatte, Gesicht, Hals und Arme in seinem Schrecken vor der Sonne so erstaunlich gerieben, dass es krebsrot vor dem Großvater stand. Er lachte ein wenig. »Nein, nun hat sie nicht zu lachen«, bestätigte er. »Aber weißt was? Am Abend, wenn du heimkommst, da gehst du noch ganz hinein in den Zuber, wie ein Fisch. Denn wenn man geht wie die Geißen, da bekommt man schwarze Füße. Jetzt könnt ihr ausziehen.« Nun ging es lustig die Alm hinan. Der Wind hatte in der Nacht das letzte Wölkchen weggeblasen. Dunkelblau schaute der Himmel von allen Seiten hernieder,
und mitten drauf stand die leuchtende Sonne und schimmerte auf die grüne Alp, und alle die blauen und gelben Blümchen drauf machten ihre Kelche auf und schauten ihr fröhlich entgegen. Heidi sprang hierhin und dorthin und jauchzte vor Freude. Denn da waren ganze Trüppchen feiner, roter Himmelsschüsselchen beieinander. Und dort schimmerte es ganz blau von den schönen Enzianen. Und überall lachten und nickten die zartblätterigen, goldenen Süßtusröschen in die Sonne. Vor Entzücken über all die flimmernden, winkenden Blümchen vergaß Heidi sogar die Geißen und auch den Peter. Er sprang ganze Strecken voran und dann auf die Seite, denn dort funkelte es rot und da gelb und lockte Heidi auf alle Seiten. Und überall brach Heidi ganze Scharen von den Blumen und packte sie in sein Schürzchen ein, denn es wollte sie alle mit heimnehmen und ins Heu stecken in seine Schlafkammer, dass es dort werde wie hier draußen. So hat der Peter heut nach allen Seiten zu gucken, und seine kugelrunden Augen, die nicht besonders schnell hin und her gingen, hatten mehr Arbeit, als der Peter gut bewältigen konnte, denn die Geißen machten es wie das Heidi. Sie liefen auch dahin und dorthin, und er musste überall hin pfeifen und rufen und seine Rute schwingen, um wieder alle die Verlaufenen zusammenzutreiben. »Wo bist du schon wieder, Heidi?« rief er jetzt mit ziemlich grimmiger Stimme. »Da!« tönte es von irgendwoher zurück. Sehen konnte Peter niemand, denn Heidi saß am Boden hinter einem Hügelchen, das dicht mit duftenden Prünellen besetzt war. Da war die ganze Luft umher so mit Wohlgeruch erfüllt, dass Heidi noch nie so Liebliches eingeatmet hatte. Es setzte sich in die Blumen hinein und zog den Duft in vollen Zügen ein. »Komm nach«, rief der Peter wieder. »Du musst nicht über die Felsen hinunterfallen. Der Öhi hat's verboten.« »Wo sind die Felsen?« fragte Heidi zurück, bewegte sich aber nicht von der Stelle. Denn der süße Duft strömte mit jedem Windhauch dem Kinde lieblicher entgegen. »Dort oben, ganz oben, wir haben noch weit, drum komm jetzt!« Und oben am höchsten sitzt der alte Raubvogel und krächzt. Das half. Augenblicklich sprang Heidi in die Höhe und rannte mit seiner Schürze voller Blumen dem Peter zu. »Jetzt hast genug«, sagte dieser, als sie wieder zusammen weiterkletterten. »Sonst bleibst du immer stecken, und wenn du alle nimmst, hat's morgen kein mehr.« Der letzte Grund leuchtete Heidi ein, und dann hatte es die Schürze schon so angefüllt, dass da wenig Platz mehr gewesen wäre. Und morgen mussten auch noch da sein. So zog es nun mit dem Peter weiter, und die Geißen gingen nun alle geregelter. Denn sie rochen die guten Kräuter von dem hohen Weideplatz schon von fern und strebten nun ohne Aufenthalt dahin. Der Weideplatz, wo Peter gewöhnlich Halt machte mit seinen Geißen und sein Quartier für den Tag aufschlug, lag am Fuße der hohen Felsen, die, erst noch von Gebüsch und Tannen bedeckt, zuletzt ganz kahl und schroff zum Himmel hinaufragen. An der einen Seite der Alp ziehen sich Felsenklüfte weit hinunter, und der Großvater hatte recht, davor zu warnen. Als nun dieser Punkt der Höhe erreicht war, nahm Peter seinen Sack ab und legte ihn sorgfältig in eine kleine Vertiefung des Bodens hinein, denn der Wind kam manchmal in starken Stößen dahergefahren. Und dann kannte Peter und wollte seine kostbare Habe nicht den Berg hinunterrollen sehen. Dann streckte er sich lang und breit auf den sonnigen Weideboden hin, denn er musste sich nun von der Anstrengung des Steigens erholen. Heidi hatte unterdessen sein Schürzchen losgemacht und schön fest zusammengerollt mit den Blumen darin zum Proviantsack in die Vertiefung hineingelegt. Und nun setzte es sich neben den ausgestreckten Peter und schaute um sich.
Das Tal lag weit unten im vollen Morgenglanz. Vor sich sah Heidi ein großes, weites Schneefeld sich erheben, hoch in den dunkelblauen Himmel hinauf. Und links davon stand eine ungeheure Felsenmasse. Und zu jeder Seite desselben ragte ein hoher Felsenturm kahl und zackig in die Bläue hinauf und schaute von dort oben ganz ernsthaft auf das Heidi nieder. Das Kind saß mäuschenstill da und schaute ringsum, und weit umher war eine große, tiefe Stille. Nur ganz sanft und leise ging der Wind über die zarten, blauen Glockenblümchen und die goldenen, strahlenden Cystusröschen, die überall herumstanden auf ihren dünnen Stängelchen und leise und fröhlich hin und her nickten. Der Peter war entschlafen nach seiner Anstrengung, und die Geißen kletterten oben an der Büschen umher. Dem Heidi war es so schön zumute, wie in seinem Leben noch nie. Es trank das goldene Sonnenlicht, die frischen Lüfte, den zarten Blumenduft in sich ein und begehrte gar nichts mehr, als so dazu bleiben immerzu. So verging eine gute Zeit, und Heidi hatte so oft und so lange zu den hohen Bergstöcken drüben aufgeschaut, dass es nun war, als hätten sie alle auch Gesichter bekommen und schauten ganz bekannt zu ihm hernieder, wie gute Freunde. Jetzt hörte Heidi über sich ein lautes, scharfes Geschrei und Krächzen ertönen, und wie es aufschaute, kreiste über ihm ein so großer Vogel, wie es nie in seinem Leben gesehen hatte, mit weit ausgebreiteten Schwingen in der Luft umher, und in großen Bogen kehrte er immer wieder zurück und krächzte laut und durchdringend über Heidis Kopf. »Peter, Peter, erwache!« rief Heidi laut. »Sieh, der Raubvogel ist da! Sieh, sieh!« Peter erhob sich auf den Ruf und schaute mit Heidi dem Vogel nach, der sich nun höher und höher hinaufschwang ins Himmelsblau und endlich über grauen Felsen verschwand. »Wo ist er jetzt hin?« fragte Heidi, das mit gespannter Aufmerksamkeit den Vogel verfolgt hat. »Heim ins Nest«, war Peters Antwort. »Ist er dort oben daheim? Oh, wie schön, so hoch oben! Warum schreit er so?« fragte Heidi weiter. »Weil er muss. Wir wollen doch dort hinaufklettern und sehen, wo er daheim ist«, schlug Heidi vor. »Oh, oh, oh«, brach der Peter aus, jeden Ausruf mit verstärkter Missbilligung hervorstoßend. »Wenn keine Geiß mehr dorthin kann und der Öhi gesagt hat, du dürfest nicht über die Felsen hinunterfallen.« Jetzt begann der Peter mit einem Mal ein so gewaltiges Pfeifen und Rufen anzustimmen, dass Heidi gar nicht wusste, was begegnen sollte. Aber die Geißen mussten die Töne verstehen, denn eine nach der anderen kam heruntergesprungen. Und nun war die ganze Schar auf der grünen Halde versammelt, die einen fortnagend an den würzigen Halmen, die anderen hin und her rennend und die dritten ein wenig gegeneinander stoßend mit ihren Hörnern zum Zeitvertreib. Heidi war aufgesprungen und rannte mitten unter den Geißen umher, denn das war ihm ein neuer, unbeschreiblich vergnüglicher Anblick, wie die Tierlein durcheinander sprangen und sich lustig machten. Und Heidi sprang von einem zum anderen und machte mit jedem ganz persönliche Bekanntschaft, denn jedes war eine ganz besondere Erscheinung für sich und hatte seine eigenen Manieren. Unterdessen hatte Peter den Sack herbeigeholt und alle vier Stücke, die drin waren, schön auf den Boden hingelegt in eine Viereck, die großen Stücke auf Heidis Seite und die kleinen auf die seinige hin, denn er wusste genau, wie er sie erhalten hatte. Dann nahm er das Schüsselchen und melkte schöne frische Milch hinein vom Schwuffwendli und stellte das Schüsselchen mitten ins Viereck. Dann rief er Heidi herbei, musste aber länger rufen als nach dem Geißen, denn das Kind war so in Eifer und Freude über die mannigfaltigen Sprünge und Erlustigungen seiner neuen Spielkameraden, dass es nichts sah und nichts hörte außer diesen. Aber Peter wusste,
sich verständlich zu machen, er rief, dass es bis in die Felsen hinaufdröhnte, und nun erschien Heidi, und die gedeckte Tafel sah so einladend aus, dass es um sie herumhüpfte vor Wohlgefallen. Hör auf zu hopsen, es ist Zeit zum Essen, sagte Peter. Jetzt sitzt und fang an. Heidi setzte sich hin. Ist die Milch mein? Fragte es, nochmals das schöne Viereck und den Hauptpunkt in der Mitte mit Wohlgefallen betrachtend. Ja, erwiderte Peter, und die zwei großen Stücke zum Essen sind auch dein, und wenn du ausgetrunken hast, bekommst du noch ein Schüsselchen vom Schwänli, und dann komm ich. Und von wem bekommst du die Milch? Wollte Heidi wissen. Von meiner Geiß, von der Schnecke. Fang einmal zu essen an, mahnte Peter wieder. Heidi fing bei seiner Milch an, und so wie es sein leeres Schüsselchen hinstellte, stand Peter auf und holte ein zweites herbei. Dazu brach Heidi ein Stück von seinem Brot ab und das ganze übrige Stück, das immer noch größer war als Peters eigenes Stück gewesen, das nun schon samt Zubehör fast zu Ende war, reichte es diesem hinüber mit dem ganzen großen Brocken Käse und sagte, das kannst du haben, ich habe nun genug. Peter schaute das Heidi mit sprachloser Verwunderung an, denn noch nie in seinem Leben hätte er so sagen und etwas weggeben können. Er zögerte noch ein wenig, denn er konnte nicht recht glauben, dass es dem Heidi ernst sei. Aber dieses hielt erst fest seine Stücke hin, und da Peter nicht zugriff, legte sie es ihm aufs Knie. Nun sah er, dass es ernst gemeint sei. Er erfasste sein Geschenk, nickte in Dank und Zustimmung und hielt nun ein so reichliches Mittagsmahl wie noch nie in seinem Leben als Geißbub. Heidi schaute derweilen nach den Geißen aus. Wie heißen sie alle, Peter? Fragte es. Das wusste dieser nun ganz genau und konnte es umso besser in seinem Kopf behalten, da er daneben wenig darin aufzubewahren hatte. Er fing also an und nannte ohne Anstoß eine nach der anderen, immer je mit dem Finger die betreffende bezeichnend. Heidi hörte mit gespannter Aufmerksamkeit der Unterweisung zu, und es währte gar nicht lange, so konnte es sie alle voneinander unterscheiden und jede bei ihrem Namen nennen. Denn es hatte eine jede ihre Besonderheiten, die einem gleich im Sinne bleiben mussten. Man musste nur allen genau zusehen, und das tat Heidi. Da war der große Türk mit den starken Hörnern, der wollte mit diesen immer gegen alle anderen stoßen, und die meisten liefen davon, wenn er kam, und wollten nichts von dem groben Kameraden wissen. Nur der kecke Distelfink, das schlanke, behende Geißchen, wich ihm nicht aus, sondern rannte von sich aus manchmal drei, viermal hintereinander so rasch und tüchtig gegen ihn an, dass der große Türk öfters ganz erstaunt dastand und nicht mehr angriff, denn der Distelfink stand ganz kriegslustig vor ihm und hatte scharfe Hörnchen. Da war das kleine, weiße Schneehöppli, das immer so eindringlich und flehentlich meckerte, dass Heidi schon mehrmals zu ihm hingelaufen war und es tröstend beim Kopf genommen hatte. Auch jetzt sprang das Kind wieder hin, denn die junge, jammernde Stimme hatte eben wieder flehentlich gerufen. Heidi legte seinen Arm um den Hals des Geißleins und fragte ganz teilnehmend, »Was hast du, Schneehöppli? Warum rufst du so um Hilfe?« Das Geißlein schmiegte sich nahe und vertrauensvoll an Heidi an und war jetzt ganz still. Peter rief von seinem Sitz aus mit einigen Unterbrechungen, denn er hatte immer noch zu beißen und zu schlucken. Es tut so, weil die Alte nicht mehr mitkommt. Sie haben sie verkauft nach Maienfeld vorgestern. Nun kommt sie nicht mehr auf die Alm. Wer ist die Alte? Fragte Heidi zurück. Pach, seine Mutter, war die Antwort. Wo ist die Großmutter? Rief Heidi wieder. Hat keine. Und der Großvater?
hat keinen. Du armes Schneehöppli-du, sagte Heidi und drückte das Tierlein zärtlich an sich. Aber jammere jetzt nur nicht mehr so. Siehst du, ich komme nun jeden Tag mit dir, dann bist du nicht mehr so verlassen. Und wenn dir etwas fehlt, kannst du nur zu mir kommen. Das Schneehöppli rieb ganz vergnügt seinen Kopf an Heidis Schulter und meckerte nicht mehr kläglich. Unterdessen hatte Peter sein Mittagsmahl beendet und kam nun auch wieder zu seiner Herde und zu Heidi heran, das schon wieder allerlei Betrachtungen angestellt hatte. Weitaus die zwei schönsten und saubersten Geißen der ganzen Schar waren Schwänli und Bärli, die sich auch mit einer gewissen Vornehmheit betrügen, meistens ihre eigenen Wege gingen und besonders dem zudringlichen Türk abweisend und verächtlich begegneten. Die Tierchen hatten nun wieder begonnen, nach den Büschen hinaufzuklettern, und jedes hatte seine eigene Weise dabei, die einen leichtfertig über alles weghüpfend, die anderen bedächtig die guten Kräutlein suchend unterwegs, der Türk hier und da seine Angriffe probierend. Schwänli und Bärli kletterten hübsch und leicht hinan und fanden oben sogleich die schönsten Büsche, stellten sich geschickt daran auf und nagten sie selig ab. Heidi stand mit den Händen auf dem Rücken und schaute dem allen mit der größten Aufmerksamkeit zu. Peter bemerkte es jetzt zu dem wieder auf dem Boden liegenden. Die schönsten von allen sind das Schwanli und das Bärli. Weiß schon, war die Antwort. Der Almöhi putzt und wäscht sie und gibt ihnen Salz und hat den schönsten Stall. Aber auf einmal sprang Peter auf und setzte in großen Sprüngen den Geißen nach, und das Heidi lief hinterdrein. Da musste etwas begegnet sein, es konnte da nicht zurückbleiben. Der Peter sprang durch den Geißenrudel durch der Seite der Alm zu, wo die Felsen schroff und kahl weit hinabstiegen und ein unbesonnenes Geißlein, wenn es dorthin ging, leicht hinunterstürzen und alle Beine brechen konnte. Er hatte gesehen, wie der vorwitzige Distelfink nach jener Seite hingehüpft war. Und kam noch gerade recht, denn eben sprang das Geißlein dem Rande des Abgrundes zu. Peter wollte es eben packen, da stürzte er auf den Boden und konnte nur nicht im Sturze ein Bein des Tierleins erwischen und es daran festhalten. Der Distelfink meckerte voller Zorn und Überraschung, dass er so am Bein festgehalten und am Fortsetzen seines fröhlichen Streifzuges gehindert war, und strebte eigensinnig vorwärts. Der Peter schrie nach Heidi, dass es ihm beistehe, denn er konnte nicht aufstehen und riss dem Distelfink fast das Bein aus. Heidi war schon da und erkannte gleich die schlimme Lage der beiden. Es riss schnell einige wohlduftende Kräuter aus dem Boden und hielt sie dem Distelfink unter die Nase und sagte begütigend: Komm, komm, Distelfink, du musst auch vernünftig sein. Sieh, da kannst du hinabfallen und dein Bein brechen. Das tut dir furchtbar weh. Das Geißlein hatte sich schnell umgewandt und dem Heidi vergnüglich die Kräuter aus der Hand gefressen. Derweilen war der Peter auf seine Füße gekommen und hatte den Distelfink an der Schnür erfasst, an welcher seine Glöckchen um den Hals gebunden war. Und Heidi erfasste diese von der anderen Seite. Und so führten die beiden den Ausreißer zu der friedlich weidenden Herde zurück. Als ihn aber Peter hier in Sicherheit hatte, erhob er seine Rute und wollte ihn zur Strafe tüchtig durchprügeln, und der Distelfink wich scheu zurück, denn er merkte, was begegnen sollte. Aber Heidi schrie laut auf: Nein, Peter, nein, du musst ihn nicht schlagen, sieh, wie er sich fürchtet. Er verdient es, schnurrte Peter und wollte zuschlagen. Aber Heidi fiel ihm in den Arm und rief ganz entrüstet: Du darfst ihm nicht tun. Es tut ihm weh. Lass ihn los. Peter schaute erstaunt auf das gebietende Heidi, dessen schwarzen Augen ihn so anfunkelten,
dass er unwillkürlich seine Rute niederhielt. So kann er gehen, wenn du mir morgen wieder von deinem Käse gibst, sagte dann der Peter nachgeben, denn eine Entschädigung wollte er haben für den Schrecken. Allen kannst du haben, das ganze Stück morgen und alle Tage. Ich brauche ihn gar nicht, sagte Heidi zustimmend. Und Brot gebe ich dir auch ganz viel, wie heute. Aber dann darfst du den Distelfink nie, gar nie schlagen und auch das Schneehöppli nie und gar keine Geiß. Es ist mir gleich, bemerkte Peter. Und das war bei ihm so viel als eine Zusage. Jetzt ließ er den Schuldigen los, und der fröhliche Distelfink sprang in hohen Sprüngen auf und davon in die Herde hinein. So war unvermerkt der Tag vergangen, und schon war die Sonne im Begriff, weit drüben hinter den Bergen hinabzugehen. Heidi saß wieder am Boden und schaute ganz still auf die Blauglöckchen und die Sisterröschen, die im goldenen Abendschein leuchteten. Und alles Gras wurde wie golden angehaucht und die Felsen droben fingen an zu schimmern und zu funkeln. Und auf einmal sprang Heidi auf und schrie, Peter, Peter, es brennt, alle Berge brennen und der große Schnee drüben brennt und der Himmel. Oh, sieh, sieh, der hohe Felsenberg ist ganz glühend. Oh, der schöne, feurige Schnee. Peter, sieh auf, sieh, das Feuer ist auch beim Raubvogel. Sieh doch die Felsen, sieh die Tannen, alles, alles ist im Feuer. Es war immer so, sagte jetzt der Peter gemütlich und schellte an seine Rute fort, aber es ist kein Feuer. Was ist es denn? Rief Heidi und sprang hierhin und dorthin, dass es überall hinsehe, denn es konnte gar nicht genug bekommen, so schön war es auf alle Seiten. Was ist es, Peter? Was ist es? Rief hier Heidi wieder. Es kommt von selbst so, erklärte Peter. Oh, sieh, sieh, rief Heidi in großer Aufregung. Auf einmal werden sie rosenrot. Sieh denn mit dem Schnee und denn mit dem hohen, spitzigen Felsen. Wie heißen sie, Peter? Berge heißen nichts, erwiderte dieser. Oh, wie schön. Sieh den rosenroten Schnee. Och. Und an den Felsen oben sind viele, viele Rosen. Und nun werden sie grau. Oh, oh, nun ist alles ausgelöscht. Nun ist alles aus, Peter. Und Heidi setzte sich auf den Boden und sah so verstört aus, als ginge wirklich alles zu Ende. Es ist morgen wieder so, erklärte Peter. Steh auf, nun müssen wir heim. Die Geißen wurden herbeigepfiffen und gerufen in und die Heimfahrt angetreten. Ist's alle Tage wieder so? Alle Tage, wenn wir auf der Weide sind? Fragte Heidi, begierig nach einer bejahenden Versicherung verhorchend, als es nun neben dem Peter die Alm hinunterstieg. Meistens, gab dieser zur Antwort. Aber gewiss morgen wieder? Wollte es noch wissen. Ja, ja, morgen schon, versicherte Peter. Nun war Heidi wieder froh. Und es hatte so viele Eindrücke in sich aufgenommen und so viele Dinge gingen in ihm im Sinn herum, dass es nun ganz still schwieg, bis es bei der Almhütte ankam und den Großvater unter der Tannen sitzen sah, wo er auch eine Bank angebracht hatte und am Abend seine Geißen erwartete, die von dieser Seite herunterkämen. Heidi sprang gleich auf ihn zu und Schwänli und Bärli hinter ihm drein, denn die Geißen kannten ihren Herrn und ihren Stall. Der Peter rief dem Heidi nach, komm dann morgen wieder, gute Nacht. Denn es war ihm sehr daran gelegen, dass das Heidi wiederkomme. Da rannte das Heidi schnell wieder zurück und gab dem Peter die Hand und versicherte ihm, dass es wieder mitkomme. Und dann sprang es mitten in die davonziehende Herde hinein und fasste noch einmal das Schneehöppli um den Hals und sagte vertraulich, schlaf wohl, Schneehöppli, und denk dran, dass ich morgen wiederkomme und dass du nie mehr so jämmerlich meckern musst. Das Schneehöppli schaute ganz freundlich und dankbar zu Heidi auf und sprang dann fröhlich in der Herde nach. Heidi kam unter die Tannen zurück. Oh, Großvater, das war so schön, rief es, noch bevor es bei ihm war.
das Feuer und die Rosen am Felsen und die blauen und gelben Blumen und sieh, was ich hier bringe!« Und damit schüttete Heidi seinen ganzen Blumenreichtum aus dem gefalteten Schürzchen vor den Großvater hin. Aber wie sahen die armen Blümchen aus? Heidi erkannte sie nicht mehr. Es war alles wie Heu, und kein einziges Kelchlein stand mehr offen. »O Großvater, was haben Sie?« rief Heidi ganz erschrocken aus. »So waren Sie nicht. Warum sehen Sie so aus?« »Die wollen draußen stehen in der Sonne und nicht ins Schürzchen hinein«, sagte der Großvater. »Dann will ich gar keine mehr mitnehmen. Aber Großvater, warum hat der Raubvogel so gekrächzt?« fragte Heidi nun angelegentlich. »Jetzt gehst du ins Wasser und ich in den Stall und hole Milch. Und nachher kommen wir hinein zusammen in die Hütte und essen zu Nacht. Dann sage ich dir's.« So wurde getan. Und wie nun später Heidi auf seinem hohen Stuhl saß vor seinem Milchschüsselchen und der Großvater neben ihm, da kam das Kind gleich wieder mit seiner Frage. »Warum krächzt der Raubvogel so und schreit immer so herunter, Großvater?« »Der höhnt die Leute aus dort unten, dass sie so viel zusammensitzen in den Dörfern und einander bös machen. Da höhnt er hinunter, würdet ihr auseinandergehen und jedes seinen Weg und auf eine Höhe steigen wie ich, so wäre es euch wohler.« Der Großvater sagte diese Worte fast wild, so dass dem Heidi das Gekrächz des Raubvogels dadurch noch eindrücklicher wurde in der Erinnerung. »Warum haben die Berge keinen Namen, Großvater?« fragte Heidi wieder. »Die haben Namen«, erwiderte dieser. »Und wenn du mir einen so beschreiben kannst, dass ich ihn kenne, so sage ich dir, wie er heißt.« Nun beschrieb Heidi den Felsenberg mit den zwei hohen Türmen genau so, wie er ihn gesehen hatte. Und der Großvater sagte wohlgefällig, »Recht so, den kenne ich, der heißt Falknes. Hast du noch einen gesehen?« Nun beschrieb Heidi den Berg mit dem großen Schneefeld, auf dem der ganze Schnee im Feuer gestanden hatte und dann rosenrot geworden war und dann auf einmal ganz bleich und erlöschend dastand. »Den erkenne ich auch«, sagte der Großvater, »das ist die Schäseplan. So hat es dir gefallen auf der Weide?« Nun erzählte Heidi alles vom ganzen Tag, wie schön es gewesen und besonders von dem Feuer am Abend, und nun sollte der Großvater auch sagen, woher es gekommen war, denn der Peter hätte nichts davon gewusst. »Siehst du«, erklärte der Großvater, »es macht die Sonne, wenn sie den Bergen gute Nacht sagt. Dann wirft sie ihnen noch ihre schönsten Strahlen zu, dass sie sie nicht vergessen, bis sie am Morgen wiederkommt.« Das gefiel dem Heidi, und es konnte fast nicht erwarten, dass wieder ein Tag komme, da es hinauf konnte auf die Weide und wieder hinsehen, wie die Sonne den Bergen gute Nacht sagte. Aber erst musste es nun schlafen gehen, und es schlief auch die ganze Nacht herrlich auf seinem Heulager und träumte von lauter schimmernden Bergen und roten Rosen darauf und mittendrin das Schneehöppli in fröhlichen Sprüngen. »Es muss dich nicht gereuen.« »Ja, nu, so will ich aber halt Wort«, meinte die Lede. Erst sah sie sich aber um, ob das Kind nicht zu nah sei und alles anhöre, was sie sagen wollte. Aber das Kind war gar nicht zu sehen. Es musste schon seit einiger Zeit den beiden Begleiterinnen nicht mehr gefolgt sein. Diese hatten es aber im Eifer der Unterhaltung nicht bemerkt. Dete stand still und schaute sich überall um. »Jetzt sehe ich es«, erklärte die Barbel. »Siehst du dort?« Und sie wies mit dem Zeigefinger weit ab vom Bergpfad. Es klettert die Abhänge hinauf mit dem Geißenpeter und seinen Geißen. Warum der heute so spät hinauffällt mit seinen Tieren? Es ist aber gerade recht, er kann nun sie zu dem Kind sehen, und du kannst mir ihm umso besser erzählen.« »Mit dem Nachimsehen muss sich der Peter nicht anstrengen«, bemerkte die Dete. »Es ist nicht dumm für seine 5 Jahre. Es tut seine Augen auf und sieht, was vorgeht. Das habe ich schon bemerkt an ihm. Und es wird ihm einmal zugutkommen, denn der Alte hat gar nichts mehr als seine 2 Geißen und die Almhütte.« »Hat er denn einmal mehr gehabt?«, fragte die Barbel.
Der? Ja, das denke ich, dass er einmal mehr gehabt hat, entgegnete eifrig der Dete. Eins der schönsten Bauerngüter im Dolmetsch hat er gehabt. Er war der ältere Sohn und hatte nur noch einen Bruder. Der war still und ordentlich. Aber der Ältere wollte nichts tun, als den Herren spielen und im Lande herumfahren und mit bösem Volk zu tun haben, das niemand kannte. Den ganzen Hof hat er bespielt und bezecht, und wie es herauskam, da sind sein Vater und seine Mutter hintereinander gestorben vor lauter Gram, und der Bruder, der nun auch am Bettelstab war, ist vor Verdruss in die Weit hinaus, es weiß kein Mensch wohin, und der Öhi selber, als er nichts mehr hatte als seinen bösen Namen, ist auch verschwunden. Erst wusste niemand wohin, dann vernahm man, er sei unter das Militär gegangen, nach Neapel, und dahin bewohnt sein. Da aber alle ihn so nannten, tat sie es auch und nannte den Alten nie anders als Öhi, was die Aussprache der Gegend für Oheim ist. Die Barbel hatte sich erst vor kurzer Zeit nach dem Dörfli hinauf verheiratet. Vorher hatte sie unten im Prättigau gewohnt, und so war sie noch nicht so ganz bekannt mit allen Erlebnissen und besonderen Persönlichkeiten aller Zeiten vom Dörfli und der Umgegend. Die Dete, ihre gute Bekannte, war dagegen vom Dörfli gebürtig und hatte da gelebt mit ihrer Mutter bis vor einem Jahr. Da war diese gestorben, und die Dete war nach dem Bader Ragaz hinübergezogen, wo sie im großen Hotel als Zimmermädchen einen guten Verdienst fand. Sie war auch an diesem Morgen mit dem Kinde von Ragaz hergekommen. Bis Maienfeld hatte sie auf einem Heuwagen fahren können, auf dem ein Bekannter von ihr heimfuhr und sie und das Kind mitnahm. Die Barbel wollte also diesmal die gute Gelegenheit etwas übernehmen, nicht unbenutzt vorbeigehen lassen. Sie fasste vertraulich die Dete am Arm und sagte, von dir kann man doch vernehmen, was wahr ist und was die Leute darüber hinaus sagen. Du weißt, denke ich, die ganze Geschichte. Sag mir jetzt ein wenig, was mit dem Alten ist und ob der immer so gefürchtet und ein solcher Menschenhasser war. Ob er immer so war, kann ich, denke ich, nicht präzis wissen. Ich bin jetzt 26 und er sicher 70 Jahre alt. So habe ich ihn nicht gesehen, wie er jung war. Das wirst du nicht erwarten. Wenn ich aber wüsste, dass es nachher nicht im ganzen Prättigau herumkäme, so könnte ich dir schon allerhand erzählen von ihm. Meine Mutter war aus dem Dömsch und er auch. Ah, Badete, was meinst du denn? Gab die Barbel ein wenig beleidigt zurück. Es geht nicht so streng mit dem Schwarzen im Prättigau, und dann kann ich schon etwas für mich behalten, wenn es sein muss. Erzähl es mir jetzt. Heidis leeren Wanderjahre von Johannes Spiri. Kapitel 1. Zum Almöhi hinauf. Vom freundlichen Dorfe Maienfeld führt ein Fußweg durch grüne, baumreiche Fluren bis zum Fuße der Höhen, die von dieser Seite groß und ernst auf das Tal herniederschauen. Wo der Fußweg anfängt, beginnt bald Heideland mit dem kurzen Gras und den kräftigen Bergkräutern den kommenden entgegenzuduften. Denn der Fußweg geht steil und direkt zu den Alpen hinauf. Auf diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein großes, kräftig aussehendes Mädchen dieses Berglandes hinan. Ein Kind an der Hand führend, dessen Wangen so glühend waren, dass sie selbst die sonneverbrannte, völlig braune Haut des Kindes flammend rot durchläuteten. Es war auch kein Wunder. Das Kind war trotz der heißen Junisonne so verpackt, als hätte es sich eines bitteren Frostes zu erwehren. Das kleine Mädchen mochte kaum 5 Jahre zählen, was aber seine natürliche Gestalt war, konnte man nicht ersehen, denn es hatte sichtlich 2, wenn nicht 3 Kleider übereinander angezogen und drüber ein großes, rotes Baumwolltuch um und um gebunden, so dass die kleine Person eine völlig formlose Figur darstellte, die, in 2 schwere, mit Nägeln beschlagene Bergschuhe gesteckt, sich heiß und mühsam den Berg hinaufarbeitete. Eine Stunde vom Tal aufwärts mochten die beiden gestiegen sein, als sie zu dem Weiler kamen, der auf halber Höhe der Alm liegt und,
im Dörfli heißt. Hier wurden die Wandernden fast von jedem Hause aus angerufen. Einmal vom Fenster, einmal von einer Haustür und einmal vom Wege her. Denn das Mädchen war in seinem Heimatort angelangt. Es machte aber nirgends Halt, sondern erwiderte alle Zugerufe. Aber wo willst du denn hin? Nach Frankfurt, erklärte Dete. Da bekomme ich einen extra guten Dienst. Die Herrschaft war schon im vorigen Sommer unten im Bad. Ich habe ihr Zimmer auf meinem Gang gehabt und sie besorgt. Und schon damals wollten sie mich mitnehmen, aber ich konnte nicht vorkommen. Und jetzt sind sie wieder da und wollen mich mitnehmen. Und ich will auch gehen. Da kannst du sicher sein. Ich möchte nicht das Kind sein, rief die Barbe mit abwehrenden Gebärde aus. Es weiß ja kein Mensch, was mit dem Alten da oben ist. Mit keinem Mensch will er etwas zu tun haben. Jahr aus, Jahr ein setzt er keinen Fuß in die Kirche. Und wenn er mit seinem dicken Stock im Jahr einmal herunterkommt, so weicht ihm alles aus und muss sich vor ihm fürchten. Mit seinen dicken grauen Augenbrauen und dem furchtbaren Bart sieht er auch aus wie ein alter Heide und Indianer, dass man froh ist, wenn man ihm nicht allein begegnet. Und wenn auch, sagte Dete trotzig, er ist der Großvater und muss für das Kind sorgen. Er wird ihm wohl nichts tun. Sonst hat er es zu verantworten, nicht ich. Ich möchte nur wissen, sagte die Barbe forschend, was der Alte auf dem Gewissen hat, dass er solche Augen macht und so mutterseelenallein da droben auf der Alm bleibt und sich fast nie blicken lässt. Man sagt allerhand von ihm. Du weißt doch gewiss auch etwas davon, von deiner Schwester, nicht, Dete? Freilich, aber ich rede nicht. Wenn er es hörte, so käme ich schön an. Aber die Barbel hatte schon lange gern gewusst, wie es sich mit dem Almöhi verhalte, dass er so menschenfeindlich aussehe und da oben ganz allein wohne und die Leute immer so mit halben Worten von ihm redeten, als fürchteten sie sich, gegen ihn zu sein und wollten doch nicht für ihn sein. Auch wusste die Barbel gar nicht, warum der Alte von allen Leuten im Dörfli der Almöhi genannt wurde. Er konnte doch nicht der wirkliche Oheim von dem sämtlichen Grüße und Fragen im Vorbeigehen, ohne stillzustehen, bis es am Ende des Weilers bei dem letzten der zerstreuten Häuschen angelangt war. Hier rief es aus einer Tür. Wart einen Augenblick, Dete, ich komme mit, wenn du weiter hinaufgehst. Die Angeredete stand still. Sofort machte sich das Kind von ihrer Hand los und setzte sich auf den Boden. Bist du müde, Heidi? Fragte die Begleiterin. Nein, es ist mir heiß, entgegnete das Kind. Wir sind jetzt gleich oben. Du musst dich nur noch ein wenig anstrengen und große Schritte nehmen. Dann sind wir in einer Stunde oben, ermunterte die Gefährtin. Jetzt trat eine breite, gutmütig aussehende Frau aus der Tür und gesellte sich zu den beiden. Das Kind war aufgestanden und wanderte nun hinter den zwei alten Bekannten her, die sofort in ein lebhaftes Gespräch gerieten über allerlei Bewohner des Dörfli und vieler umherliegender Behausungen. Aber wohin willst du eigentlich mit dem Kinde, Dete? Fragte jetzt die neu hinzugekommene. Es wird wohl deine Schwesterkind sein, das Hinterlassene. Das ist es, erwiderte Dete. Ich will mit ihm hinauf zum Öi, es muss dort bleiben. Was, beim Almöhi soll das Kind bleiben? Du bist, denke ich, nicht recht bei Verstand, Dete. Wie kannst du etwas so tun? Der Alte wird dich aber schon heimschicken mit deinem Vorhaben. Das kann er nicht. Er ist der Großvater, er muss etwas tun. Ich habe das Kind bis jetzt gehabt. Und das kann ich dir schon sagen, Barbel, dass ich einen Platz, wie ich ihn jetzt haben kann, nicht dahinten lasse, um des Kindes willen. Jetzt soll der Großvater das Seinige tun. Ja, wenn der wäre wie andere Leute, dann schon, bestätigte der kleine Barbel eifrig. Aber du kennst ja denn. Was wird er mit einem Kind anfangen und dann noch einem so kleine? Das hält's nicht aus bei ihm.